Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Dead Island 2 Stream. Ja, ist jetzt eine kleinere Weile her, dass ich zuletzt gestreamt habe. Beim letzten Mal hatten wir wieder ein paar Nebenquests gemacht, glaube ich. Ich habe es nicht mehr vollständig im Kopf. Und ja, ich müsste jetzt gerade einmal kurz gucken. Nebenquests haben wir keine mehr offen. So 65% sind wir ungefähr. Ich muss mir mittlerweile übrigens auch mal als Ziel setzen, mich so an die Kampfherausforderungen so ein bisschen zu setzen, damit wir da auch mal so ein bisschen mit den Prozenten vorankommen. Beispielsweise, dass ich mal mehr mit Raserei töte, dass ich die Raserei wesentlich öfter benutze. Oder dass ich aus einer sehr hohen Entfernung jemanden mit einer Nahkampfwaffe abwerfe. Das hier wird wahrscheinlich die schwerste, davon. Ja, dass ich auch mich daran mal ransetze. Dementsprechend, Wurfgeschosse. Ich nehme mal die Haftbombe weg und packe mir die Shurikens hier rein. Rina? Und ich würde einfach sagen, ich ziele auf Beinhöhe, wenn da drei beieinander sind. Weil drei gleichzeitig ein Körperteil abzuhacken, wird schon schwer. So, hier beim Pier ist eine Quest irgendwo verfügbar angeblich. Da müsste ich mich hier einmal umschauen. Karte. Wo könnte hier denn eine Nebenquest sein? Käme jetzt auf die Schnelle kein Ort in Sicht, beziehungsweise in den Sinn. Entweder hier vielleicht irgendwo. Bei dem komischen Clowns-Ding. Hier ganz unten in der Hütte, eventuell. Ansonsten hier in der Fressmeile. Ich gehe zumindest mal gucken. Vielleicht habe ich es so leichter. Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's gerade irgendwie geschafft, drei gleichzeitig zu treffen. Oh! Ninja erfüllt. Ich kann auch direkt noch das andere hinterher werfen. Warte mal, was nehmen wir? Wir nehmen das hier. 35 Meter plus. Okay, ich mal ansatzweise. Ich komme dem Ziel näher. Glaube, wenn ich einen Schritt näher gehe. Ich darf gleich erstmal all meine Waffen einsammeln. Es waren keine 35 Meter, oder? Ich versuche halt auch die Erfolge jetzt mal langsam abzuhaken. Versammelt euch dort nochmal bitte. Keine Sorge, wenn das hier länger dauert mit dem Erfolg, den ich hier gerade versuche, dann hänge ich ruhig ein bisschen hinten dran. Ja! In your face, Motherfucker! Was habe ich jetzt eigentlich für die beiden Erfolge bekommen? Außer den 500. Dafür bekam ich nichts. Und dafür bekam ich auch nichts. Schön, dass wir das geklärt haben. Aber hey, die beiden Erfolge habe ich hinter mir. Komm.
Dafür will ich euch mit einem großen Knall wegmachen. Jetzt bin ich nicht mehr gebunden. Wer von euch hat das Ding jetzt drinstecken? Ich will mein Messer zurück. Ach, du hast mein Messer. Danke, dass du es mir vorbeibringst. Schön, damit haben wir das geklärt endlich. Zwei Erfolge, mit denen ich mich nicht mehr rumschlagen muss. Apropos Erfolge, ich weiß, dass noch irgendeine Waffenherausforderung da war. Drei sogar. Mit den Handfeuerwaffen, generell. Und mit Schrotflinte noch 48 über den Haufen schießen. Ich würde sagen, ich drücke mir einfach mal erstmal die Handgun in die Hand. Ich weiß gar nicht, zählt das als Handfeuerwaffe? Die Nagelpistole? Ich müsste mal einen töten als Test. Warte mal. Konnte noch mal gucken. 85 habe ich. Ich schieße einfach mal irgendwem von dem mit der Nagelpistole in den Schädel. So, und zählt das? Nein. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich suche ja auch noch weiter die Nebenquest, die hier irgendwo sein soll. Oh, ich habe eine Reinigungskraft gefunden. CDC Entsorgungsschlüssel. Hier irgendwo eine Kiste in der Nähe? Ja, dort. Könnte eventuell für dort die Kiste sein. Ich will ja mehr oder weniger versuchen, 100% zu erreichen. Glaube, dafür war der Schlüssel. Hi. Oh, Level 28. Wirf einfach viel mehr Wurfgeschosse, ein gut getimtes Timing. Oh. Muss ich überlegen. Es kann eigentlich schon praktisch sein. Das Problem ist, ich nutze das Blocken so selten. Doch, wir haben neue Suchmeldungsquests. So, wo sollen die beiden denn sein? Okay. Bean Cup. Thanks. Ich weiß nicht, zählen die Suchmeldungsquesten als Nebenquesten hier oder als Suchmeldung? Ich glaube, die zählen als Suchmeldungsquesten von hier. Dann verfolgen wir mal Trisha. Alright, Tisha. Let's see if you're by the bean cup. Ach Gott, die ist irgendwo hier. Bei Bean Cup hieß es. Bean Cup. Guess the coffee wasn't worth stopping for. War ich nicht. Thank you.
Ich hatte gesagt, war ich nicht. Die Visage brauchst du nicht mehr. Okay, mit der Pistole habe ich so langsam keine Muni mehr. Eventuell sind sie hier reingeflüchtet. Wurde auf jeden Fall ein bisschen was verschossen. Oh, gefunden. Hallo. It's the runaway. Your dad's freaking the fuck out. Hab die Ausrüstung gefunden. Must be to send his VIP. That's what I am, huh? Look, Tisha, your dad, is he legit? Why'd you say that? Because it feels like there's stuff he's not telling me. Yeah, join the club. There's this insane lady. She basically tried to kill me. And ever since then, I've been feeling, I don't know, different. The crazy thing is, your dad knows this woman, and she was just there in his office. Name's Conrad? Auntie Lola? Why would she be here? She's just wandering around this nightmare like it's nothing. That's pretty crazy, even for her. I need to ask her some serious questions. But first, we gotta get you back. Not happening. Chica, don't make me drag you. Okay. God, hold up. Look, we both want to know what's going on with Dad, right? If I give you a direct line to Lola, can you give me more time to investigate? I'm listening. Look, there's a data blackout, right? No internet, no nothing. But our resident hacker, Ava, has found data packets routing between the Serling, CDC HQ, and the Randgate building. It might clue us up on what Dad's mixed up in. Maybe. What's this hotline to Conrad? I got a code phrase. Look, you go to an OSK store and say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. OSK store? Fuck! She's that, Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild. All right, you're on. But we're partners, okay? Anything we find, we share. Yeah, I was gonna say the same thing. Cool. Welcome to the Mushroom Club. Okay, dann suchen wir mal Conrad. Hey! Ich überprüfe gerade nur diesen Hammer. Und er wäre auf jeden Fall eine Erweiterung. Zumindest für den hier. Lola Conrad, Founder of Conrad Realities. Half the world uses her OSK tech, but I don't know shit about her. No one does. The fuck does she want with me? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, es geht echt in das Gebäude, in das ich bei dem einen Stream nicht reinkam, wo ich so, glaube ich, eine halbe Stunde versucht habe, reinzukommen. Ach so, macht uns doch Spaß. The OSK Store. Constant OS. This shit's for people with money. 12 Sambuca Karaoke Queens. Okay, where's the scope? Da will jemand zu mir rein. Hallo, der Herr. Was darf ich Ihnen bringen?
Ach, sie wollen mich haben. Tut mir leid, ich stehe nicht auf der Karte. Ich weiß, dass das kein Essensladen hier ist. Puta! Servers need rebooting. Where would they be? Hm. Da haben wir es doch. Ah, servers are in here. Just need a staff pass. Hast du den Mitarbeiterpass? Scheinbar nicht. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ah, da. Oh no, Henry. Okay, Henry. Wollte also geraten, dir den Müll rausbringen, als es draußen jede Menge Geschrei gab. Und er ist nicht mehr zurückgekommen. Ist mir egal, was die Unternehmensleitung sagt. Ich schließe den Laden sofort. Wer jetzt seine Schicht antreten will, sollte noch mal kurz nachdenken und schnellstens verschwinden. Maybe he had a pass on him when he went outside. Jetzt gab es der wahrscheinlich hier. Not in there. Nee, in dem Müll ist er nicht. Er ist schon in der Müll. Uh-uh. Aber da zuckt was im Müll. Henry! Hey Henry! There you are! Warte, um dich kümmere ich mich gleich. Das war gerade wichtiger. Got the pass. It's server time. Ja, ist schon ein bisschen schwer rumzuhampeln, wenn Kugeln in einem stecken, ne? So, rein da. Ja, this looks like a load of servers. Jo. Okay, sammeln wir erstmal hier vorne ein. Gemetzel. Okay. Mehr Kraft, aber dazu geht die Raserei schneller down. OSK Kundendienst. Ding. Nutzen Sie diese einfachen Sätze, damit Ihre Kunden sich wohlfühlen. Das Leben muss nicht kompliziert sein. Lassen Sie das Constant Operating System in Ihr Leben. Überlassen Sie ihm die harte Arbeit, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können. Constant hilft mir jeden Tag. Es ist mein persönlicher Assistent. Für ein erfülltes Leben. Das Beste an Constant ist, wie reibungslos es ihr gesamtes Leben gestaltet. Für mich gehört Scope zu einem Leben, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir fehlt. Jetzt muss ich über gar nichts mehr nachdenken. Fragen Sie doch Scope. Jetzt gleich einmal etwas. Nur zu. Ja, Sie können wirklich einen Scope in jedem Zimmer Ihres Hauses haben. Tatsächlich habe ich das auch. Offen gesagt, warum sollte man überhaupt einen Finger heben oder etwas sagen müssen? Haben Sie schon daran gedacht, sich auf die Warteliste für Brink setzen zu lassen? Also, ekelhaftes Marketing. Okay, du willst gleich Strom haben, ich verstehe schon. There we go. Alright, this passphrase better not be a prank. Tisha's gonna meet seriously pissed, Carla. Kurz Standbild. Ich habe nur gesehen, dass da ein Schreier ist. Huh.
Ich würde sagen, ich habe hier aufgeräumt. Okay, ich rechne mit einer Sequenz. Here goes. 12 Sambuca Karaoke Queens. Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root, meaning last. What the fuck? Conrad, Lola Conrad. I want to talk to her. Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Reuben. Noah, they told me there's something in my blood that... Yeah, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or...? We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. Someone else is immune? Why wouldn't Reed tell me this? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend Noah? We need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone! You know what's at stake! Keep looking! Hijo de puta! What the fuck? I need to find this lab! Huh? Okay. Eine Bilddatei. Text? There's no signal. Ich glaube, das könnte hier sein. Ach, guck mal, hier ist auch eine vermisste Person in der Gegend. Warte mal, dann kann ich die eben kurz machen. Tisha. No sign of Conrad, but I got a lead on a lab your dad was using. I'll keep you updated. Oh, wieder Standbild. Got it. Me and Ava are in the Rangate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go Team Mushroom. Yeah! Our answer's gotta be in that lab. I'll call you. Wie viele muss ich mit der Pistole noch wegschießen? 41. Ich komme den NC näher. Einmal kurz hier rein. Wegen Greg. Du bist nicht Greg. Aber du bist jemand, der meine Schrotflinte kennenlernt. Muss einmal kurz an dir vorbei, hinter mir gabbelt irgendwas. Der erste von denen, der mal lebt? Ich habe mich gerade nicht verhört. Dieser Greg lebt noch. So, Aufzug. Hallo, Greg? Mhm. Watch out for those gross-ass explodey things. Warte, wir haben eine Sequenz. Und den ersten von denen, der mal lebt.
Eventuell. Oh, doch nicht. Ich dachte, da wäre eine Sequenz. Chill! I'm here to save you, Greg. How do you know who? Someone's worried you ain't back yet. Let's get out of here, huh? I can't yet. Look, I've been building up like the biggest baseball card collection in California. All the good ones are sitting in my trunk right now. But turns out this place is infested. Yeah, dude, of course. Did you say baseball cards? I know, I'm such an idiot for leaving them there. The outbreak screwed up my priorities. Wo genau sitzt der? Anyway, you help? Sure, it's what I do. He's crazy, not loaded. Strom, Strom. Ich will dem Jungen helfen, aber ich sehe die Stromversorgung nicht. Muss ich da hoch? Offenbar ja. Irgendwann kriegt die sich ein. Ich habe kein Medikit mehr. Irgendwas hat mich gerade gekillt. Greg, ich komme. Ich muss gerade nur übelst aufpassen. Ich wollte gerade sagen, hat keiner gehört. Sonst noch wer? Danke. Wer diese rassistischen Polizisten, nur weil ich Mexikaner bin. Oh, hier ist eine Werkbank. Okay. Need a new breaker. Ich mach mal ein bisschen Platz. Wie viel hast du mit Schaden drauf? Nee, nicht mal ansatzweise genügend. Weg mit dir. So, das Ventilrad wissen wir ja, wo es hin will. Dass wir da rein. Warum auch immer ich das Wasser weghaben will. Jetzt darf ich erstmal eine Sicherung hier suchen. Kann ich das Ventilrad auch wieder mitnehmen? Nee. Ach komm.
ist nicht mal der Platz, wo die Sicherung liegt. Da liegt meine Sicherung. Not bad. Das auch mal entfernt. Sollte ich ja jetzt wieder Strom haben. There you go. Better get back to Greg before he starts collecting stamps too. Ach, hi. Da war wieder jemand buggy. Dich habe ich gehört. Ich will den Rest Grütze hier erst noch entfernen. Wenn das für dich in Ordnung ist. Und du kannst ja so lange mit meiner Haftbombe spielen. Oh, das war die falsche Bombe. Kommen, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Wo komme ich wieder runter? Da. Du scheiß Heslon. Geh mal weg. Sag mal, wie kannst du das überleben? Ist da geplatzt? Ich komme, Greg. Da ist ein Spielzeug. Und noch genau beim Feuer. Ey, da war was an meinem Fuß. Wo ist meine Schrotflinte, wenn ich sie mal brauche? Mann, die kommen ja aber auch von allen Seiten.
I can't thank you. I gotta give you something. Let me just think. Oh, du kommst lebend nach Hause. Ich war so close. Time, Greg. Hope you can complete your collection up there. Och Mann, da hatte ich endlich mal einen lebend gefunden. Ich habe jetzt nicht gelacht, weil Greg tot ist, sondern weil die Falle da gerade echt perfekt funktioniert hat. Jetzt ein bisschen schade um den armen Greg. Er hätte es fast rausgeschafft. So, ich muss jetzt noch mal gucken. Wo das sein könnte. Oh, die Mystery Goodie Box, die habe ich mir ja noch gar nicht abgeholt. Oh, was ist denn das für eine coole Machete? Warte mal, die gucke ich mir eben kurz im Rucksack an. Shark Tooth hieß die da. Die hat noch keine Aufwertung drauf. Ich bin ja noch hier oben, ne? Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade wenig Schaden bei der gesehen. Ja, der Schaden ist nicht so gut. Ich verkaufe die eben. Kann ich gar nicht, weil das eine spezielle Waffe ist. Und dann packe ich die wenigstens in die Kiste. Warte, hier. Hier muss es sein. Okay. Da würde ich mich tatsächlich nächstes Mal drum kümmern, nicht heute. Weil ich will das hier jetzt finden. Das müsste hier sein. Ich glaube, das ist da oben. Da habe ich ja schon mal versucht hinzuklettern. Ablenkung wurde erfolgreich genutzt. Sie kein Interesse an mir haben, eventuell. Komme ich hier höher? This looks breakable. Oh. Joe, anyone? Heard you need saving. Ach so, jetzt kümmere ich mich irgendwie doch um die Nebenquest gerade. Aber da ist doch richtig, oder nicht? Nee, ich bin hier ein bisschen falsch. Na gut, wenn ich jetzt schon hier drin bin. Auch wenn ich das gerade irgendwo verwechselt habe.
Very spooky. Much mystery. Oh, let's take a look around. Zombo-Kalypse-Aufgaben. Sven, Militärfunk abhören. David, CDC-Aktivitäten überwachen. Esther, Militärpatrouillen beobachten. Nora, Daten verwalten und speichern. Natalie, Daten sichten und nach Verbindungen suchen. Dankes Follow übrigens, Idomi, ich sehe es jetzt erst. Dachen für Verpflegungen sorgen und Vorräte verwalten. Juan, Strom und Technik am Laufen halten. Bryson, Funk überwachen und versuchen Kontakt aufzunehmen. Julia, Recherche, was sonst und so anfällt. Alle sind dafür zuständig, Zombies auszuschalten, wann und wo immer sie eindringen. Bei jeglichen Problemen sprecht mich an. Die waren zumindest gut organisiert. Good plan, Guy. Okay, hier ist der Plan. Dieses Gebäude ist wie eine Festung. Wenn wir es verbarrikadieren, können wir fast alles draußen halten, außer Kriechern. Wir sind sicher, wir haben reichlich Nahrung und Wasser. Das Internet ist mit dem Telefonnetz zusammengebrochen, also sind Übertragungen nutzlos. Aber wir könnten die einzigen Reporter sein, die noch in der Stadt sind. Es liegt an uns zu dokumentieren, was hier vor sich geht. Die Wahrheit festhalten, damit die Welt erfährt, was wirklich passiert ist, sobald alles vorbei ist. Wir arbeiten in Schichten, geht immer zu zweit, schreibt alles auf. Wenn wir uns an den Plan halten, können wir wochenlang überleben, sogar monatelang. Es gibt noch Hoffnung, wir schaffen das. Ihr wart optimistisch. Ihr wart sehr optimistisch. Ja, da habe ich nicht durch. Puta madre! Radio from hell! Oh, eine neue Karte. Die Käuter. Nee. Kann ich den Lockdown hier irgendwo ausmachen? Jetzt komme ich doch nirgendwo rein. Schöne andere Karten, diese bringen aber genauso viel. Ach da. Sorry, man. Gonna be needing this. Ach, da darf ich nicht durch. Aber da schon. Hi, Wei! Hilfe. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann einer von denen nicht aufgepasst hat. Ach so, nur Türöffnungssequenz. It's cool. Hey, I've seen you on TV. Hallo. Ich komme sofort zu euch runter. Ich pack mich schon mal aus dem Beat. Wir haben ja gleich eine Sequenz vor uns. Nur Esther, wir reden. Oh, you nearly gave me a heart attack. You got the message. Loud and clear. Smashed the window. Sorry. And then I just came through the lobby. Oh, your guy in there? I know. We've been here reporting since it all started. Telling truth to the people. At least until we realized no one was getting our broadcast. We thought we could survive long enough to get the story out. But you saw David. There's something in here with us. Cool. Ominous. Love it. You got a new plan? The others are busy upstairs. Can you get to the basement? If you get the servers working, we've got surveillance cameras to track whatever this thing is. And then I get to kill it, right? I love that bit. I'm Esther, by the way. Though you already know that. And this is Nora. Carla. And don't worry. Whatever this thing is, I've killed way worse. Jo, kann ich bestätigen.
Lecker Energy Drink. Okay, ich glaube, mit der Hauptstory werden wir heute nicht mehr wirklich viel weitermachen. Dann machen wir das hier wenigstens noch zu Ende. Ah, okay. Wo komme ich denn zum Keller runter? Ich würde sagen, hier. Ist hier? Nichts Besonderes, okay. Die anderen sind oben. Die haben sich verbarrikadiert. Alleine hat man ja auch bei so einer Zombie-Apokalypse immer das Problem, du musst dir einen 100% sicheren Punkt zum Schlafen finden. Hi! Okay. Ich weiß auf jeden Fall, was ich ausschalten will, wenn ich kann. So langsam, aber sicher geht mir auch wieder die Munition für die Schubwind aus, ne? These blinky things are servers, right? Die sagten, irgendwas war noch hier unten. Rise and shine. So. Das wäre ein Server. Da ist Server Nummer 2 und wo ist Nummer 3? Doch einer ist hier noch. Ach, da. There we go. I think. You got it. The cameras are up. Yeah, no biggie. Oh my god. Something's happened. You need to get to the conference room right now. Go up the stairs twice, then be ready. Okay. Hier war noch ein zweiter. Und ich habe nur noch eine Kugel. Wow. Voll gewastet. So, tschüss. Oh, ein Hackmesser. Ich flitze zum Konferenzraum. Fine, Carla. You're fine. Da ist was lang gekrochen und das nicht gerade langsam.
I'm sorry, Esta. The thing got all of them, but no sign of it now. It's him here with us! Esta? Esta! Shit, hang tight! Oh. Ich hab gehört, ich muss noch mal runter. Hey, Constant. OSK. Also, Constant OS. Was? Wie? Wo? Wie? The operating system created by Conrad Realities. Darf ich die Dinge jetzt nutzen? Okay, Constant. Okay, Constant. Constant. Mag mich nicht. Ich rette gleich. Ich habe gehört, ich muss nochmal in den Keller zurück. Weil da unten irgendwo ein Safe ist. Und den kann ich jetzt öffnen. Hinterfrag das nicht. Da. Ja, aber gutes Geld. Bin auf dem Weg, ihr zwei. Ich hoffe, ich rette euch noch rechtzeitig. Morgen keine Wiederholung von Greg. Oh, I see you. Time to die, Kanival. Okay, sie haben sich noch rechtzeitig gerettet. Sie haben sich noch eingesperrt, bevor das Ding kommen konnte. Ach fuck, das Ding konnte ja abwehren. Geh doch weg. In den Arsch. Gefräßig. Okay. Warte mal. Ja, das sollte ich definitiv nehmen. Wie gesagt, das perfekte Blocken nutze ich sowieso selten. Oh, hi. Ich hasse die Dinger, ne? Ich lade die hier eben kurz nach, bevor ich da reingehe. In deine scheiß Visage.
Die Beine von ihm sind sehr leicht angreifbar. Okay, da kommt der nächste. Okay, den hat es gerade richtig zerlegt. Warte mal, ich weiß doch aus Erfahrung, die Nagelpistole war doch mal nicht richtig effektiv. Die Nagelpistole. Tschüss. Wird diese Klauen besser als meine alten? Ja, eventuell. I'll open up. Yeah, they've had their 15 minutes. You guys okay? We're fine. Fuck. Without you, we'd be dead like the others. I'll lift the shutters. We need to get our things and deal with the bodies. Where are you gonna go now? We can't broadcast, but we can keep investigating. I'm not missing the chance of a lifetime. Heard a lot about the military evacuation on the beach. It's time we saw it for ourselves. It's no picnic, but it'll make a great headline, no doubt. Maybe see you there then. You ladies will be all right. You're strong ones. Stay safe, eh? You too. Schön, dass ich helfen konnte. Habt ihr noch mal Schwein gehabt? Die wären locker durch das Fenster gekommen. Hier kurz was gucken. Ah, da fehlen ja nicht mehr viele. Wird meine Schrotflinte generell stärker. We'll go together. Okay? Like Runyon Canyon. Exactly. Get our stuff on the way. Supplies, recorders, battery packs. We're gonna need everything we can carry. This is it, Esther. We might be the only journalists left. Time for us to get that story of the goddamn century. Zwar hochprofessionell, was den Job angeht, aber nicht was die Situation an sich angeht. Okay, wir sind ja hier eigentlich relativ safe, ne? Ich würde jetzt trotzdem gerne, bevor ich Schluss mache, zum Krankenhaus zurück und dort Feierabend machen. So, ich kann ja auch hier raus. Ich nehme die Schrotflinte in der Hand und gucke, was ich vernichten kann. Wie zum Beispiel die. Oh, hi. Ich würde sagen, wir haben einiges erreicht heute. War doch ein schöner Stream. Haben viele Erfolge geschafft. Die letzte Waffenherausforderung ist jetzt auch nicht mehr so viel. Ich habe auch ein paar Suchmeldungsquesten mehr oder weniger geschafft. Also eine plus eine Nebenquest. Wir haben noch eine offen. Ja. Und mit der Story sind wir zumindest ein bisschen vorangekommen, aber nicht wirklich viel. Also ja. Wenigstens hatten wir mal einen Überlebenden dieser Suchattentate. Ach, in dieser vermissten Suche auch mal lebend gefunden, aber irgendwie hat er es nicht lebend zurückgeschafft. Sehr traurig. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, für YouTube sage ich hier, Abo und ein Like da lassen. Für Twitch ein Follow im Nachhinein. Und wie immer verabschiede ich mich zuerst von YouTube an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.